Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren kleinen Rübenspiegel. Ich wollte euch kurz mal ein kleines Update geben, wie es bei mir momentan ausschaut. Es hat sich viel getan. Ich bin immer noch ohne Internet, wo ich das hier aufnehme. Ich bin aber schon in meiner neuen Butze, wie ihr hinter mir seht. Bin schon in meiner neuen Wohnung, sitze jetzt gerade hier und habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal schnell ein Video für euch auf, wo ich euch einfach nur mal ein bisschen erzähle, was in den letzten Tagen so passiert ist. Meine Haare sind wieder ganz kurz. 9 mm, hat vielleicht schon der ein oder andere auf Twitter gesehen. Ich bin in meiner neuen Wohnung seit dem 6.5., habe da alles super über die Wupper gebracht an dem Wochenende, 6.5., 7.5. mit Hilfe meines Neffen und seines Kumpels haben wir hier alles rübergefahren. Und am Sonntag war ich dann komplett hier drin und habe die Schlüssel in meiner alten Wohnung übergeben. Dann, ich warte gerade noch aufs Internet. Eigentlich war der Schaltungstermin der 9., so, der 9.5. Aber die Telekom meinte, irgendwie auf einen internen Fehler laufen zu müssen. Und da musste der erstmal gefunden werden, woran es liegt. Und dann musste der Auftrag storniert werden und wieder neu eingegeben werden. Und dann hat sich das nochmal um eine Woche verschoben. Das heißt, ich kriege den jetzt am 17. Und wenn ihr dieses Video seht, dann wird das schon der 17. sein. Also ich versuche das Video am 17. dann irgendwie noch ganz schnell zu posten. Und ich möchte euch einfach nur sagen, es geht jetzt bald wieder weiter mit YouTube und Twitch. Ich habe die letzten 3 Tage, also Montag, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise am Montag, Dienstag keine Videos gehabt. Das letzte Video kam am Sonntag, dann am Muttertag. Und das nächste Video kommt dann, wenn ich Mittwoch am 17. am Start bin, dann Mittwochabend. Ja, und hoffe mal alles Gute, ne? Deswegen wollte ich euch da mal kurz Bescheid sagen, was hier so am Bach ist. Gerade bei mir eine kleine Info geben. Es geht also wieder weiter. Und ich freue mich schon megamäßig auf euch. Nicht nur in den YouTube-Videos, sondern vor allen Dingen auch in den Livestreams, die ich dann auch wieder mehr verfolgen kann. Und sag bis dahin erstmal, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Ich weiß noch nicht, wann der erste Livestream kommt, aber ich will hoffen, irgendwie Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, vielleicht dann auch am Wochenende. Am Wochenende auf jeden Fall, am Sonntag will ich was machen, am Samstag oder Freitag vielleicht mit der Queen zusammen. Müssen wir mal schauen, wie ich das bewerkstellige. Also heute müsste eigentlich jetzt Mittwoch sein und ich bin dann schon wieder internetmäßig am Start. Also bis dahin, gehabt euch wohl. Dankeschön fürs Gucken und lasst mir ein Däumchen da, lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn ihr euch hier wohlfühlt bei mir. Und wenn ihr es nicht mögt, lasst auch gerne einen Daumen nach unten da, aber dann bitte mit Kommi, warum und was ich besser machen kann. Also bis dahin, gehabt euch wohl und wir sehen uns.